Ja, hallo, ich bin der Dero und ihr kennt mich vielleicht auch von dem Video, was Chris mit mir gemacht hat. Ein Rockstar findet zu Jesus. Ich bin hier heute in Hannover mit den Jungs um Chris und seinem Team. Ja, und wir wollen den Herrn preisen und von ihm künden und unsere Geschichte erzählen, wie wir zu Jesus gefunden haben, mit Musik und mit Lobpreis, mit Gebeten und mit der freundlichen Einladung eigentlich für jeden, sich für Jesus zu interessieren. Und genau das ist es, was Jesus möchte. Er möchte eine lebendige und tägliche Beziehung, eine persönliche Beziehung zu uns haben. Und wir sollen eigentlich erstmal alles vergessen, was wir über Religion und Kirche und so kennen, von den ganzen Vorurteilen, die wir über das Christentum haben. Da wird so wenig Christus von gerecht. Und ja, so kann ich auch aus meiner Erfahrung nur jeden einladen. Macht euch auf die Suche, denn das will Jesus. Dazu ermutigt er uns, ermuntert er uns, sagt, suchet und so werdet ihr finden und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ein gutes Indiz, dass ihr Jesus und den Heiligen Geist gefunden habt, wenn sie euch frei macht, die Wahrheit, die mit dem einzig wahren und lebendigen Gott zusammenhängt. Ja, und wie gesagt, ich wünsche der ganzen Aktion, die quer durch Deutschland geht, noch Gottes Segen und gutes Gelingen, weil Gott wird seine Ernte bald einfahren und deswegen sollten auch alle Christen beten für alle verlorenen Seelen, die noch nicht zu ihm gefunden haben. Dass noch das zu retten ist, was sich noch auf dem Weg zu ihm befindet. Denn das möchte Jesus, er möchte, dass niemand verloren geht. Deswegen lässt er sich auch noch so lange Zeit mit seiner Wiederkunft für uns gesehen, so lange Zeit. Für ihn ist es gerade eben gewesen, dass er gekreuzigt wurde und in den Himmel wieder zurückgekehrt ist. Aber er wird schon bald wiederkommen und darauf freuen sich natürlich alle Christen, weil dann wird er uns zeigen, wie das eigentlich gedacht war. Dann wird der König sein Königreich regieren und wird uns zeigen, wie es eigentlich gedacht war. Und wird diese Welt heilen, denn diese Welt hat vor allem eins nötig, Heilung. Die geht nur über und durch Jesus Christus und seinen Heiligen Geist. Amen. Amen.